Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pietz mit TV. Schön, dass ihr heute wieder dabei hallo. Seid. Hi. Heute schauen wir uns ein Video an, das hat 16 Millionen Aufrufe, ist 2012 hochgeladen worden und hat den fantastischen Sound. Titel Driving in Russia. Wie ja, vielleicht kennt man das noch, diese Twisted Nederland Videos gab's. Ich habe die früher relativ viel gesehen. Also, ist das ein bekannter Name, Twisted Nederland? Bei Twister Nederland, irgendwie sagt mir das was, ja. Also da habe ich schon öfter Videos von geguckt. Ich weiß nur nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Die Gruppe öfter mal so Compilations gemacht. Sagt hat mir gar eigentlich nichts. Eigentlich, das Bild, was wir gerade sehen, ey. Schon ein Riss in der Windschutzscheibe. Ja, das sieht so aus, ja. Ey, der ist gerade auf dem Weg zu Karglas. Weißt du, sie müssen die Windschutzscheibe nicht auswechseln. Da reicht das patentierte Saugnapfverfahren. Ja. Und seh ich da von der links ein Auto gerade aus dem Wald rausfahren. Nein. Ja, aber bravo. Der hat ja Vorfahrt. Alter! Hat der auch noch nach links gezogen? What the fuck, Alter? Na, guck mal jetzt. Ah, da fahr ich mal richtig rein. Bam, Alter. Die Bocke, oh. Jawohl! Hey, shit. Okay. So stellt sich für uns die dann wirklich vor. Alter. Okay, das kam damit habe ich jetzt nicht. Ich war so in der Ferne am Gucken. Schiss, ey. Oh mein Gott. Der ist ja auch nicht langsamer, als wir bei ihm landen wollen. Denken die Gott. Ja, wohin denn? Und dann beide, kennt ihr das, wenn einem jemand entgegenkommt zu Fuß und man dann so beide die gleichen Ausfallschritte macht und dann jetzt hier in Schnell- und Autoform. Um Gottes Willen. Man sollte sich aber darauf einigen, dass beide nach rechts ausweichen. Ja, wäre smart, aber müssten alle mitspielen. Ganz normal, in Russland läuft das so ein Pferd. Oh, da haben die wenigstens noch Wildpferde. Also. Ah, sehr gut. Geil, da sieht man richtig. Oh, ja! Was ist denn das? Kisten? Was für Kisten, ja. Polizei? Oh mein Gott, der hat angehalten wegen dem Zimmerstreifen. Ja. Nice. GG. Aber da war halt auch jemand, der gerade rüber wollte, ne? Das ist halt auch das Problem. Ich meine, man hört wieder dieses Standard. Ja, blöd! Seele, blöd! Toi! Блядь! Toi! Ну, полей насос на всю, Серега, тормози! Блядь! Don't stop me now, Bram. Ja, aber ganz ehrlich, der war doch auch gar nicht so schnell. Der hätte doch einfach bremsen können. Der war halt auch glatt. Oh mein Gott. Wieso fallen die da alle nebenan? Lol, er macht den Massa. Das habe ich schon mal gesehen. Da habe ich schon mal Leute vor bewahrt, tatsächlich. Guck mal, der ADAC. Ja, what the fuck, wieso ist denn da jetzt der ADAC? Ja, das ist nicht direkt zum Fall. Das sieht aus wie eine Frisur. Corona-Auto, ey. What the fuck? Hey, wie kann der denn da was sehen? Ja. Aber alle sehen dich. Ey, Merkel öffnet Friseure wieder. Oh, da hat er die Knarre. Oh, bleib, Mann, ganz normal in Russland, ne? Knallt dir einer. Oh. Alter, what the fuck? Was ist das denn? Das ist das Boot. Ja, klar. Oh, Scheiße, oh mein Gott. Wieso fährt der einfach rückwärts? Ja, der rollt wahrscheinlich. Bremskraft verloren. Hoppa.
Der rollt, Alter, das sieht aus, als ob der Gas gibt. Ja, ja, aber der hat die Rückleuchte. Also ich, bei unserem Auto leuchtet da so eine Lampe, wenn der rückwärts fährt. Ja. Seid ihr euch sicher, dafür hat noch nicht geguckt? Das kommt mir alles so bekannt vor. Das kenne ich nicht. Ich kenne das alles nicht. Das heißt überhaupt nichts. Nein. Ich kann die Super Bowl-Werbung auch nicht. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Oh Gott, ich habe Angst. Ja, so, ich dachte, die fahren jetzt voll gegeneinander. Ey, war schon nice. Oh. Well, yeah. Hallo. Oh, what? Was ist denn passiert? Ja, fällt eine Laterne um. Stromleiter oder sowas? Da. Ah ja, da, da fällt eine Laterne um gerade. Jo. Und reißt dabei eine Stromleitung rum. Oh, Berlin, Leon. Hui. Ja. Das ist der Geisterfahrer, oh, der Snack. Geisterfahrer. Noch einer, Alter, die kommen immer in so einem alten Trabi. Warum? Das war jetzt richtig dumm, Alter. Ich hätte einfach da rechts sehen können, ey. What the fuck, Alter? Hä? Der eine ist gerade mit 3000 km/h. Alter, wie geht der ein bei dem Motorradfahrer? Was ist denn jetzt? Hä, ist der dumm? Boah. Ja. Alter, aber auch. Oh, yo. Ja, er war gut ausgewichen. Alter, ist das dumm. So sollte man das mal in Köln einer? Machen. Ich glaube, der ist hart besoffen. Und hat einen glatten Reifen schon. Ich glaube, der ist richtig hart besoffen. Alter, wie kann man nur so große Straßen haben und da trotzdem einfach so Kacke fahren? Oh nein. What? Warum? Ach, der hört die nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Okay. Was? What? Moment. Moment. Dann hab ich ihn mitbekommen. What? Da liegt der, das ist ja wie eine Falle, die da liegt. Ja, da liegt was. Ja, boah. Alter Spider-Man hat zugeschlagen, Junge. Alter. Ist da jemand rausgesprungen? Sieht so aus. Gesprungen, Peter, bestimmt, oder? So machst du das, hast halt die F-Taste bei, beim GTA gedrückt, ne? Passiert bei mir. Ist das ein Blitz gewesen, der eingeschlagen ist? Ja. Ich hab da doch nicht gesehen. Hallo. Sah aus so. Sah so aus. No! Wieder in Russland. Nur lieber ganz den Helikopter. Guck mal, am Brandenburger Tor. Oh. Ach, schade. Ich dachte, er trifft nichts. Warum und wie? Er fährt doch einfach nur geradeaus. Aber komplett random. Oder ist der Reifen da irgendwie gerade platt geworden oder so? Ja, das ist auch noch der Umgang. Das ist auch noch der wenig Schlimme. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Autsch. LOL. Also wir merken uns, springen. Wenn ein Auto dich anfährt, spring. Ja. Was war das denn? Was kommt denn jetzt? Ist das der Motor gewesen? Nee, das ist doch aus, als hätte der rechts auf den linken geschossen. Das ist auch GDR. Notlauf. Das sind die Notlaufeigenschaften. Warte mal. Haben die dann neben der Straße? Das ist doch eine Kante. Also der fährt mit dem einen Reifen auf der Kante und mit dem anderen, also das ist halt schon mal geil. Ja, stimmt. Da fragt sich immer wieder jemand, warum in Russland das wieder zu der Wirtschaft ist, die... Alter, was ist das für ein Geräusch? Oder? Alter, das war übelst. Huff! Ey. Alter. Der hatte, also der Weiße hatte grün. Da, für die sind hier ein Piggy Sonja. Tja, schade, ne?
Aber ich meine, gut, das Auto, ne, du klaust dir jetzt einfach ein neues. Guck mal, der geht doch einfach. Ja. Hä? Ja. Ja, bei dem Auto ist ja nichts. Lass stehen, Max. So, komm, ab dafür. Der kümmert sich das schon drum. Ja, da ist der Gullideckel hochgesaugt worden. Das sah so aus, wie bei der Formel 1. Oder der war nicht ganz richtig drauf oder so eine Scheiße. Yo, Bunny. Alter. Ja, der Unterboden findet das nicht so. Oh mein Gott. Da war das, glaube ich, mit den Reifen verloren. Oh nein. Oh mein Gott. What? Schön nicht angeschnallt. Nice. Good job. What the fuck? Das war ja, guck dir das mal an, der kommt da einfach durch. What? Wie viel Glück kann man bitte haben? Das ist schon ein beschissenes Bild, was wir jetzt gerade sehen. Also wie. Boah. Ja. Aber so stelle ich mir Russland auch wirklich vor. So ein bisschen Alter. So 70er Jahre Industrieländer. Boah. Alter, was ist das für eine Kamera? Ui. Domino Day! What the fuck, Alter? Oh, Alter, fuck, ey. So, Jupp, ja. Da steht wohl jemand. Bliert. What the fuck? Ich sehe, da lief gerade einer. Da lief einfach über die Straße. Du kommst nicht. Holy shit, Alter. Mach einen Warnblick da direkt an. Oh, 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 oh. Das wär's weiter. Einmal weiter. Oh, shit. Alter. Ja, da ging's ab. Das war einfach. Ich weiß auch nicht, wieso ich da gerade so witzig bin. Ja, weil das viel schneller ist. Hä? Fuck, einfach. Ich meine, du bist überholt von einem Auto, weil ein Schrumpf ist. Aber der blinkt wenigstens noch. Oh, moin. Saß da einer drin? Aber gut ausgewichen. Oh, oh mein Gott, nicht ganz so gut ausgewichen. Ja, dann musst du auch weiter ausweichen, weil die rechts. Oh. Alter. Ja, nice. Hey, ich bin Leute, fahr doch noch schneller, ey. Was ist denn mit ihm los? Wie steht verkehrt, soll er durchfahren? Oh, what the fuck? Ja, der ist einfach gut, dass er dann aber auch die Kamera laufen hat, weißt du, während er dagegen alle Gesetze verstößt. Gesetze, Peter. Oh, ich wurde Polizei auch smart mitgenommen. Aber die kann ich jetzt nicht mehr verfolgen. Oh. Das ist schlecht. Scheiße. Der wird mal. Oh, das ist schlecht. Oh, Alter, direkt dann ganz. Alter. Oh, schön über das Kabel drüber gefahren. Alter, was ist da los? Wieso verlieren die denn alle Reifen? Ich glaube, weil die da nicht so was wie einen TÜV haben. Ich wollte gerade sagen, was ist denn? Was? Ja, kannst du mal kurz anschieben? Alter, das ist Comedy. Die haben die drauf, so vom Timing so. Boah, warum fahren die denn alle so schnell? Ivo! Ja gut, aber da kannst du nichts für. Ja, ne. Ja, ne. Oh. Wieso gucken die denn nicht beim Wenden, Alter? Warum wenden die mitten auf der B9? Da kann er ja machen. Das ist eine fünfspurige Straße in eine Richtung, weißt du? Geschafft. Oh, der gute BMW. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Alles klar. Stromausfall. Ja, alles auf der linken Seite. Ja, du musst okay, wir merken uns, wenn wir jemals durch Russland fahren, diese langen, geraden Straßen, wir überholen gar nichts. Ich muss einmal zur Tür. Ja.
Also das war, während bei dir geklingelt wurde, das fand ich schon suspicious. Wir überholen einfach nicht auf langen geraden Strecken, wenn wir mal durch Russland fahren. Alter, ja. Nach Russland. Das scheint immer... Nächster Roadtrip. Da, da, sowas macht man einfach nicht, Junge. Nice, guck mal, der hat sogar den Lader nach hinten gekippt, damit sich das Gewicht verteilt. Ja, aber er legt Warnblinker an. Wie lenkt der denn? Россия, матушка. Два человека в кабине. Türraum. Wait, warum springt der raus? Oh mein Gott. Da ist eine Kurve gewesen. Oh mein da Gott. Da ist eine Kurve gewesen. Das Schild hat er so drauf hin. Das ist auch eine Kurve. Junge, heißt das die? Könnt der ich immer nur gerade ausfahren? Das ist keiner. Das ist wie Müllwagen. Nur. Krank springt drauf. Ja. Alter, das ist aber auch echt unlucky. Ja, rechts ab. Lol. War ein Spasti. Ja. Warum? War das ein Tier oder ein Mensch? Ich glaube, es war ein Tier. Es sah aus wie ein Tier. Echt? Für mich sieht er aus wie ein Mensch. Ja, mit Einkaufstüten in der Hand. Ja. Echt? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Monster. War ein Pixel auf. Der Yeti. Oh Gott, what the fuck? Was machst du? Ich finde die Polizei warum gar nicht geil. Warum fährt er auf die Polizei? Fährt er einfach auf die Polizei zu? Oh mein Gott, Alter. Der Sound schon wieder, ey. Ja. Das ist der Motor. Wuhu! Wie? Oh Gott. Also manchmal denke ich mir, so TÜV- und Promillegrenze würde manchen Ländern, glaube ich, ganz gut sein. Why? Einfach alles abgerollt. Alter! Wie viele Geisterfahrer in Russland? Ja, oh, das ja aber das sind immer diese alten, was ist denn das? Ja, Lada oder Trabi? Warte. Ist ja da echt lebensgefährlich, da unten. Was sehen wir denn jetzt? Ja, du musst umgehen. Wie ist jetzt? Oh. Wie viel Momentum so ein... Ja. Das Wagen haben. Wait, ist das sein Auto, was da schon steht? Und er filmt schon einfach quasi so, was da noch passiert. Okay, also... Oh, oh Mann, ey. Das war ja doof, ey. War eine gute Compilation, muss ich sagen. Da waren ganz krasse Sachen dabei. Leco Mio, ey. Ja. Da bekommt man direkt Angst vor Russland. Aber, ja, ich hoffe, das war so interessant für euch wie für uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten React. Tschüss. Haut rein. Ciao. Ciao.